John, das erste Rennen seit der Nebenhöhlenentzündung. Wie schwer war es heute für dich? Ja, E3 ist immer schwer für jeden. Und ich war eigentlich überrascht, dass ich eigentlich einen guten Rhythmus gefunden habe und eigentlich gut dabei war. Dann hatten wir natürlich diesen Sturz dort auf der schmalen Straße nach La Hoop, was uns natürlich voll ins Zurückraten irgendwie geführt hat und wir eigentlich von hinten halt voll nach vorne wieder fahren mussten. Und selbst dann mit zwei Radwechseln habe ich eigentlich den Rhythmus nicht verloren und habe eigentlich ganz gute Beine gehabt, aber dann irgendwann nach dem Paterberg Quaremont war dann der Tank leer. Habe ich das richtig gesehen, dass du am Paterberg noch dran warst, in der Gruppe mit Van Marken? Ja, genau. Ja, war ich mir auch mit dabei und bin danach auch gefahren, weil ich dann gemerkt habe, wenn die jetzt Quaremont weiterziehen, dann bin ich nicht mehr mit dabei. Und dann habe ich Jasper dort gut reingefahren und bin dann in der Gruppe dahinter gelandet und mit der dann jetzt auch ins Ziel gefahren. Was sagt dir das jetzt auch gerade nach der Krankheit für die nächsten Rennen? Nimmst du was Positives mit? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir jetzt mit der Leistung oder mit der Form, die ich jetzt gerade habe, eigentlich zufrieden sein können. Auch Jasper war super mit vorne dabei. Ich weiß nicht, was er am Ende jetzt genau geworden ist. Aber ja, ich glaube, dass wir ein gutes Rennen gezeigt haben.